The world's a much safer place today. And I can assure you that Americans in the region are much safer today after the demise of Qasem Soleimani. And we're continued to prepare to respond if that's what's required to keep Americans safe. Just as Israel has the right of self-defense, the United States has exactly the same right. Qasem Soleimani is responsible for the death of American citizens and many other innocent people. He was planning more such attacks. President Trump deserves all the credit for acting swiftly, forcefully, decisively. Israel stands with the United States in its just struggle for peace, security, and self-defense. Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt. Ich erinnere hier an die Angriffe auf die Tanker in der Straße von Hormuz und die saudischen Ölanlagen. Wir haben die Angriffe auf die Koalitionstruppen in Irak und die jüngsten Angriffe auf die US-Botschaft verurteilt. Auch wir sehen die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis. Wir sind an einem gefährlichen Eskalationspunkt und es kommt jetzt darauf an, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen. Oui, on se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse. Elle est dangereuse partout, elle est dangereuse sur tous les terrains et c'est pour ça que la France, toujours, œuvre et cherche les conditions d'une stabilité et donc nous allons continuer à le faire. 我们高度关注有关事件。 中方一贯反对在国际关系中使用武力，我们敦促有关各方，特别是美方，要保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级。